Unglaubliche Aussichten, faszinierende Wanderungen, Fotomotive an jeder Ecke. Herzlich willkommen hier in den Dolomiten. Mein Name ist Mike. Auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und Filmen. Und in dieser Folge nehme ich euch mit, ja, wie ihr schon sehen könnt, in die schönsten Ecken in den Dolomiten. Wenn du mehr erfahren willst über die Dolomiten, über die Region, wenn du Inspiration benötigst oder weitere Bildvorschläge, dann empfehle ich dir meinen Bildband, der jetzt aktuell für dich zum Bestellen da ist, und zwar Dolomiten im Herzen der Alpen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich würde sagen, lass uns mal direkt starten. Wenn dir das Video gefällt, lass mir immer einen Daumen nach oben da, teile es kräftig mit Freunden und Bekannten und nicht vergessen, auch gerne mal fleißig zu kommentieren. Also, los geht's zu den schönsten Fotomotiven. Ja, heute bin ich hier den ersten Abend beim Location Scouting. Und zwar bin ich jetzt gerade am Passo Giao. Ja, wunderschönes Motiv. Das letzte Mal war ich vor 5 Jahren hier. Da habe ich damals gar nicht so richtige Komposition finden können, warum auch immer. Die ersten Meter habe ich jetzt schon mitgenommen und habe schon zig Bilder gemacht. Also es gefällt mir richtig gut. Das einzige Manko, was wir hier gerade so ein bisschen haben, ist einfach strahlend blauer Himmel. Das ist eher nicht so cool. Also ich hätte mir jetzt ein paar Wolken gewünscht. Naja, was soll's. Ein bisschen Zeit ist auch noch, ein bisschen Sonnenuntergang. Das heißt, da werde ich mal so ein bisschen schauen, was gleich noch passiert. Wolken sind auf jeden Fall nicht da. Also ich denke, was noch sein kann, dass wir so ein bisschen vielleicht so eine Himmelsröte bekommen oder ähnliches, das wäre natürlich perfekt. Aber die Szenerie ist natürlich hier absolut fantastisch. Vielleicht kann man das im Hintergrund so ein bisschen erkennen. Ganz, ganz tolles Bild. Und morgen früh bin ich nochmal hier und dann geht es hinauf zu einem kleinen Bergsee und dann kann man wunderschöne Spiegelungen fotografieren. Und da ich jetzt das Licht von der Seite habe und wir einen sehr, sehr harten Schatten haben, auf der rechten Bergseite, lohnt es sich jetzt für mich einfach nicht, am Abend den, sag ich mal, den Berg da hoch zu kraxeln. Das mache ich morgen früh und dann stehe ich parat, sobald die Sonne hinter dem Berg hinter mir quasi aufgeht. Dann perfekte Lichtstimmung, alles ist gut ausgeleuchtet. Ich habe nicht so einen harten Schatten wie jetzt hier zum Beispiel am Abend. Also ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, hier erstmal so ein bisschen langsamer anzufangen heute, am ersten Abend. Und da oben haben wir noch so eine schöne kleine Treppe, die werde ich gleich mitnehmen. Dann habe ich schon gesehen, so ein paar Bäume noch im Hintergrund, schöne Ebenen gibt das Ganze, noch ein bisschen mit langer Brennweite fotografieren. Meine Fotografie, jetzt stieg schon wieder höher, es macht schon wieder Freudensprünge und ja, ist fantastisch, also ich bin schon wieder übelst happy, also macht auf jeden Fall Bock, Bilder zeige ich euch natürlich gleich mal hier im Anschluss. Ja, liebe Fotofreunde, einen wunderschönen guten Morgen hier vom Pragser Wildsee Lago de Breis. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach ein komplett überfüllter Spot, voll ätzend. Hochzeiten werden hier gerade irgendwie geshootet morgens um 6:30, keine Ahnung. Menschen stehen irgendwie im Pulk irgendwie zusammen, weil sie denken, sie machen alle irgendwie das gleiche Bild.
Absurd, wirklich absolut absurd. Aber ja, so ist es halt. Instagram lässt grüßen. Und ja, natürlich ist dieser Spot hier auf jeden Fall sehenswert. Super schöner See. Mit den Booten davor ist es auch super schön. Man darf übrigens nicht einfach auf die Plattform raufgehen und auf die Boote von oben fotografieren. Das ist nämlich nicht mehr erlaubt. Das machen trotzdem einige. Finde ich nicht so cool irgendwie. Also nur wegen so einem bescheuerten Foto irgendwie. Naja, weiß ich nicht. Also Menschen sind halt Menschen. Das erkennt man leider immer wieder. Es gibt irgendwie komische Arten von Menschen und das ist hier irgendwie auch so. Also ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen rumgelaufen um den See. Ich werde gleich nochmal die kleine Kirche fotografieren. Hab halt morgen schon, aber es ist noch nicht ganz so voll tatsächlich gewesen. Da habe ich dann so ein bisschen mit Steinen was gemacht im Vordergrund. Das war auch sehr schön. Also von daher, ja, lasst euch gerne mal inspirieren von den Bildern. Aber wie gesagt, es ist ein super überfüllter Spot hier vor Ort. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr herkommt. Es ist morgens immer voll zu jeder Jahreszeit. Wie wunderbar. Ich stehe jetzt hier am Toblacher See. Ja, also ein paar Minuten entfernt bloß vom Lago de Braies. Hier ist es wesentlich ruhiger. Hier ist niemand. Das Einzige, was ein bisschen stört, sind vielleicht die Baumaschinen, die hier so ein bisschen Steine abtragen. Aber gut, damit kann ich leben. Habe einen richtig coolen Vordergrund jetzt gefunden. Einen alten Baumstamm mit so ein paar Verästelungen drin. In den Bäumen haben wir so ein bisschen so einen ganz leichten Nebelschimmer drin. Wir haben oben schön so ein kleines, sage ich mal, Alpenglühen. Die Berge werden oben super schön angestrahlt. So ein paar Vögel hier vorne. Ich habe jetzt einen Poolfilter drauf gemacht, um so ein bisschen ins Wasser reinschauen zu können, ein bisschen die Spiegelung rauszunehmen. Aber ich denke, ich werde nachher die Lichter so ein bisschen hochziehen am Rechner noch ein bisschen, damit man den Vordergrund ganz gut erkennen kann. Aber die Komposition ist echt richtig genial. Gefällt mir wirklich gut. Und bin super happy damit. Also ja, ich mache jetzt hier natürlich wie immer Hochkant, ja, Weitwinkel, Panorama, whatever. Und ich glaube, damit habe ich hier einen ganz guten Fang gemacht, weil eher so eine spontane Entscheidung gerade herzugehen. Ja, super schön, also wie gemalt, also eigentlich wirklich perfekt.
super, super lohnenswert hier, der Dürrensee. Die meisten Leute halten einfach bloß einmal schnell ein Selfie und hauen hier wieder ab. Aber jetzt haben wir hinten so ein bisschen Nebel, der so über das Wasser rüber geht. Sieht echt mega cool aus. Ja, und jetzt habe ich noch so eine kleine Fischerin oder einen Fischer gefunden. Der angelt gerade im See. Ich versuche nochmal mit der langen Brennweite nicht reinzuziehen. Vor der großen Bergkulisse, das ist nämlich ziemlich cool. Da hat man so ein bisschen Größenvergleich. Und eigentlich sieht das mal ganz cool aus. Also wie gesagt, der Nebel da hinten ist ganz cool und es gehen auch gerade Menschen lang. Mal ein bisschen reinzoomen. Ja, perfekt. Einfach perfekt. Richtig geil. Also richtig, richtig lohnenswert. Wow, echt mega heftig. Shin-Gitori bin ich jetzt hier. Die fünf Türme. Und ja, also ich kann nur so viel sagen, das ja, verspricht viel Gutes hier, glaube ich. Mega geiles Panorama links, rechts, wenn man jetzt gar nicht wohl anfangen soll zu gucken. Ich habe jetzt hier so ein bisschen so eine kleine Komposition gefunden. So einen kleinen Schlängelweg, sage ich mal. Und dann den ganz großen Turm vorne und dann die kleineren dann quasi daneben. Insgesamt sind es fünf Stück. Und ein Turm ist in der Mitte schon so ein bisschen umgekippt, so sieht es zumindest aus. Und ja, also mega krass, wirklich eine coole Kulisse. Überall haben wir jetzt hier goldenes Licht gerade. Es lichtet sich gerade so ein bisschen auch von den Menschen her, nicht so viele Menschen mehr da. Allererste Sahne. Jetzt zeige ich mal mein Problem, was ich gerade habe. Und zwar, dreh mal die Kamera hier um. Habe ich jetzt Sonne von hinten und was passiert natürlich? Ich stehe jetzt hier komplett im Schatten drin und das sieht natürlich blöd aus, wenn ich nachher meine Komposition fertig haben will. Also ich muss noch ein paar Minuten warten. Und dann geht die Sonne noch ein bisschen weiter runter und dann ist der Schatten nachher auch entsprechend weg. Ja, ich nutze meine lange Brennweite jetzt mal wieder. Und zwar bin ich jetzt hier bei 400 mm und habe hier so einen schönen Ausschnitt gefunden. Und zwar so einen freistehenden Baum am Felsen. Rechts hat man so ein bisschen so einen ganz großen Felsen, dann kommt der kleine Felsen und dann der Baum dazu. Das zeige ich dir gleich mal hier an der Kamera. Und mit einer langen Brennweite kann man natürlich super viel machen, super viel reinzoomen und kann so auch Motive super cool freistellen. Und das ist jetzt hier, glaube ich, echt eine ganz gute Komposition mit dem Baum dazu. Siehst du hier, also Drittelregel beachtet, einfach unten den Baum hingesetzt, dann hier als Störer die rechte Mauer dazu, einfach dazu genommen. Und ja, ganz da hinten kann man vielleicht erkennen, da unten, da ist er, der kleine Baum. Dazwischen, die ist also wirklich sehr, sehr weit weg. Und ja, dieser Tierstörer oben drüber, der Himmel ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Das links daneben, diese Felsformation, die ist jetzt auch gerade nicht so entscheidend wichtig. Kann man nochmal einzeln mit reinnehmen. Aber auch oben drauf kann man vielleicht ganz gut erkennen, hast auch einzelne Bäume, die man auch natürlich separieren kann und dann auch entsprechend einzeln fotografieren kann. Also wirklich cool.
ja, gefällt mir richtig gut. Guten Morgen. Boah, ich bin völlig platt. Ja, schönen guten Morgen von den drei Zinnen, ihr Lieben. Es ist noch leicht dämmerig, aber der Aufstieg hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, hier hochzulaufen. Absolut majestätisch. Anders kann man das hier gar nicht ausdrücken. Er ist also richtig, richtig geil. Die letzten Meter waren jetzt doch schon ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Und das Erste, was ich jetzt hier gemacht habe heute, ist einfach, zeige ich euch mal, hier eine führende Linie zu schaffen. Und zwar kann man ganz gut erkennen, glaube ich, von links, rechts rüber und dann zu den 13, das ist die Frontalansicht. Nachher geht es nochmal runter, ein paar andere Ansichten, sage ich mal, einholen. Aber für den ersten Start in den Morgen heute hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. 3.30 Uhr bin ich losgefahren und super, super cool. Da hinten kann man vielleicht so ein bisschen langsam erkennen, haben wir so ein leichten Schimmer in der Sonne, wieder keine Wolken heute, aber so ist es halt nun mal. Aber schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Einfach mega, mega gut. Einfach so genial. Wirklich, Leute, es ist einfach nur mega, mega gut. Ich habe jetzt hier mich einfach mal umpositioniert. Ich drehe mal den Gimbal um. Und schaut mal da hinten, richtig geiles Licht. Und reingezoomt auf 400 mm. Wie krass diese Zacken aussehen. Welche Struktur da drin ist. Und ganz, ganz klein, kann man vielleicht ein bisschen erkennen, da unten die Drei-Zinnen-Hütte. Da laufe ich ja auch noch lang. Und werde von unten so ein bisschen fotografieren. Also mega, mega gut. Super schön. Perfekte Entscheidung, so früh wieder aufzustehen. Und wenn man sich mal dreht, super gutes Licht auch jetzt zu allen Richtungen. Da haben wir die 13. Kann man echt alles mal so mitnehmen. Sieht richtig gut aus. Panorama mache ich auch gleich noch. Also ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Das sieht echt richtig nice aus. Puh, spitzenmäßig. So, gleich werde ich noch ein bisschen hochkraxeln und dann von oben noch ein bisschen fotografieren. Daumen nach oben, mega, mega gut. Du fragst dich vielleicht öfters mal, warum man eigentlich immer so früh losgehen muss. Tatsächlich ist es halt so, dass man nicht nur morgens das bessere Licht hat, sondern eigentlich auch die bessere Luft. Und
Ja, wie soll ich sagen? Also bei Nacht wird das quasi so ein bisschen reingewaschen, die Luft. Und ich finde, dann gibt es auch nicht diese starken Halo-Effekte. Gerade im Sommer siehst du das vielleicht, wenn du morgens mal irgendwie aufstehst und guckst nach draußen, hast du halt so ein starkes Flimmern. Und das ist fürs Fotografieren nicht ganz so optimal. Deswegen ist man nicht nur wegen der blauen Stunde, wegen der goldenen Stunde unterwegs, natürlich hauptsächlich. Aber also ich bin eigentlich am liebsten morgens unterwegs. Wie gesagt, weil die Luft einfach eine andere ist und das Licht nochmal irgendwie ein bisschen knackiger ist, ein bisschen weicher tatsächlich auch manchmal so, ne? Also wie als wenn es reingewaschen ist, so stelle ich mir das mal vor. Am Abend hingegen ist es noch nicht so, da geht es quasi erst los, bevor es in die Nacht reingeht. Deswegen plane ich meine A-Spots immer so, dass ich morgens immer am A-Spot stehe und an den B-Spots, die mir jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, die aber trotzdem vielleicht ins Album müssen oder ähnliches, die würde ich dann vielleicht für mittags oder nachmittags vielleicht planen. Und alles drumherum, alle Nebenschauplätze, sage ich mal, die nicht so wichtig sind, die man aber gerne fotografieren möchte, die würde ich dann irgendwie so um die Mittagszeit, frühen Nachmittag wahrscheinlich eher fotografieren. Sieht man jetzt hier auch wieder, wenn man jetzt hier zum Beispiel schaut. Ja, jetzt haben wir die Sonne schon fast ganz nach oben, also fast aufgegangen komplett. Und zum Fotografieren wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt habe ich natürlich starke Schatten hier, siehst du schon. Aber dennoch ist die Luft halt, wie schon gesagt, super, super reingewaschen und ja, kann man jetzt hier sehr schön sehen. Ich werde jetzt hier bis runter wandern zur Dreizinnenhütte und dann warte ich quasi, bis die Sonne nachher so ein bisschen über den Dreizinnen steht, damit sie quasi von hinten angeleuchtet werden. Das ist dann für heute Vormittag mein Fotoziel. Ja, herzlich willkommen hier auf der Cicada. Super toller Spot und ich war ja vor ein paar Jahren schon mal hier. Da lag tatsächlich auch Schnee. Ja, dieses Mal nicht, diesmal haben wir noch Sommer und sieht ziemlich cool aus. Ganz klar muss man hier oder kann man hier mit der Seilbahn hochfahren. Dementsprechend voll ist es jetzt hier natürlich auch schon. Ich habe aber so eine ganz schöne Komposition gefunden, wie ich finde. So eine alten Blüten, die hier noch, sage ich mal, stehen, die verblüht sind. Die werde ich jetzt als Vordergrund mit reinnehmen und werde dann schön quasi so eine Art Tal nehmen und werde dann die Cicada direkt vorne geradezu fotografieren. Also an sich super, super schön, wenn die Menschen nicht wären. Aber so ist es ja meistens. Ja, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zur Cicada.
Für mich geht es schon wieder runter. Aber wenn ihr mal her wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Natürlich tagsüber ist es natürlich sehr, sehr touristisch, muss man einfach dazu sagen. Es ist einfach so. Es ist hier so mit die Hauptattraktion, sage ich mal, in den Dolomiten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also meine Empfehlung ist, entweder ganz, ganz früh gleich mit der ersten Bahn fahren, 8.30 Uhr oder dann später. Aber dann müsst ihr versuchen, die letzte Bahn auch zu bekommen. Die geht dann 17.30 Uhr. Von daher, ich habe mich heute für die frühmorgens, in Anführungsstrichen, Methode entschieden. Kostet pro Person 39,50 Euro hoch und runter. Du fährst erst mit so einer Einzelgondel quasi oder mit, naja, 4, 5, 6 Mann zusammen. Und da wird es nachher nochmal umgestiegen in eine ganz große Gondel. Da fährst du dann mit so 20, 30 Leuten ungefähr zusammen. Ist aber super schön. Die Gondelfahrt dauert so ungefähr 20 bis 25 Minuten beide zusammen. Und oben auf der Cirque angekommen, hast du natürlich einen super tollen Blick und ist natürlich super, super empfehlenswert. Wenn du kommst und gleich der Erste sein möchtest, am Hauptaussichtspunkt, ich sag mal, es gibt sozusagen drei Stück, dann einfach den Schildern folgen. Also wenn du ausgestiegen bist, gleich links rumlaufen, den Berg hoch. Dauert auch nochmal gute 10, 15 Minuten, weil das ein sehr, sehr steiler Einstieg tatsächlich ist. Und dann gleich links entweder zu dem kleinen Austritt, wo du rauslaufen kannst und wo du dich hin positionieren kannst. Ist aber auch ein bisschen gefährlich, muss man dazu sagen. Also geht schon rechts und links schon ein bisschen runter. Aber wenn du ein bisschen trittsicher bist, schaffst du das auf jeden Fall. Ansonsten gleich oben am Ende des Zauns kann ich zumindest empfehlen. Ist eine super Position. Und nochmal, wenn du ein Stückchen hochläufst, einfach von oben runter. Genau, das sind so meine Tipps und die Empfehlung zur Cirque. Ich fahre jetzt wieder runter und zeige euch nochmal vom heutigen Vormittag zwei, drei Bilder. Beim letzten Spot hier in den Dolomiten, bevor es mich nochmal nach Bayern geht und dann nochmal nach Österreich ganz kurz, aber dazu einfach ein bisschen später mehr. Ich bin jetzt hier in der St. Valentin-Kirche, super schöne kleine Kirche, überhaupt nicht überlaufen, also hier ist niemand, perfekt zum Fotografieren und gerade hat sich so eine kleine Katze direkt noch so perfekt davor drapiert, als wenn es so sein sollte, denn der Aufstieg hier hoch ist doch schon echt mega anstrengend, aber ja, es geht einfach nur steil geradeaus und dann, naja. Kann man eigentlich nicht verfehlen, aber es ist trotzdem anstrengend, für mich zumindest. Ja, super einfache Komposition jetzt hier, könnt ihr vielleicht schon sehen. Bisschen störend jetzt hier so ein bisschen der Holzstapel hier auf der linken Seite, aber gut, das ist nochmal so. Hier haben wir das bisschen, von dem Häusen ein bisschen, das kann man wegnehmen und dann schön die Berge im Hintergrund. Also super niedliche kleine Kirche, ja, sieht ganz, ganz cool aus, wie ich finde. Das ist doch richtig so schönes Alpenflair, oder? Perfekt. Und schon sind wir in Österreich und zwar mache ich hier noch einen kleinen Abstecher zum Gollinger Wasserfall. Hier war ich auch schon mal vor ein paar Jahren, fand ihn damals schon ziemlich gut. Leider sehr, sehr touristisch das Ganze, aber dennoch sehr, sehr schön anzusehen. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten zum Fotografieren, schöne Vordergründe kann man sich hier raussuchen, perfekte Steine überall, so kleine Wasserzieher kann man machen. Ganz, ganz vorne Wasserfall finde ich jetzt persönlich nicht ganz so spannend, ich würde mich wahrscheinlich eher so rechts halten, um einfach eine schöne Komposition zu finden. Aber
man kann ja super viel machen. Zu der Einstellung vielleicht nochmal für dich, wenn du es nachfotografieren möchtest. Ich bin jetzt hier wieder im A-Modus, bin bei 16 der Rest in der Blende. Das heißt, ich will somit wieder alles von vorn bis hinten scharf haben und habe dadurch eine Verschlusszeit jetzt von 1/1 bei einer Belichtungskorrektur von ungefähr so minus 1,7 bis 2. ISO 50, damit mir der Wasserfall nicht ausbrennt, und fokussiere auf die Mitte, sodass ich alles drumherum schön scharf bekomme. Und wie du siehst, das Bild ist im Kasten. Und ja, super easy. Vielleicht noch als Information, vorne nutze ich einen Polfilter, kein Verlaufsfilter oder ähnliches. Den Polfilter drehe ich so weit rein, dass ich die Steine quasi stärker im Kontrast habe und somit die Farben nachher noch ein bisschen mehr rauspoppen. Ja, ziemlich cool. Hab auf jeden Fall Bock hier zu fotografieren. Kaboom! Und schon bin ich in Bayern, und zwar an der wunderschönen Kirche in Ramsau in der Nähe von Berchtesgaden. Super kleine, schnuckelige Kirche, schöner Bachlauf im Vordergrund, kleine Brücke. Super schön, idyllisch, wie ich finde. Jetzt habe ich ein sehr, sehr schönes Seitenlicht. Eigentlich perfekt. Also genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, genauso wie mein Zielmotiv auch sein sollte heute für diese schöne Kirche. Und auch hier wieder super einfach, vom Stativ aus arbeiten. Einen schönen Vordergrund kann man sich hier suchen, so ein bisschen mit Wasser dazu, mit ein paar Steinen dazu. Hier ist zwar eine Hauptstraße, ist ein bisschen nervig, kann man vielleicht so ein bisschen hören im Hintergrund. Aber gut, man kann nicht alles haben, von daher kann ich damit sehr gut leben. Und trotzdem ist das eine sehr, sehr, sehr schöne Szenerie, wie ich finde. Ja, Einstellung auch wieder super easy. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Sonnenstern mit drin, der jetzt gerade so ein bisschen links durchschimmert. F18, um einen schönen Stern zu bekommen. Unterbelichtung minus 1,3 habe ich jetzt eingestellt und damit bei einer Verschlusszeit von 1/20, was das zur Folge hat. Ein bisschen verschwommenes Wasser, aber nicht zu stark, denn so viele Kaskaden gibt es hier tatsächlich nicht. Aber sehr zu empfehlen, also wenn ihr mal hier seid, Hintersee und die Kirche in Ramsau kann man sehr, sehr gut mitnehmen. Hier am Hintersee endet jetzt meine Reise, mein Roadtrip durch die Dolomiten, durch Österreich und auch ein bisschen durch Bayern. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du es kommentierst, wenn du es teilst mit Freunden und Bekannten natürlich. Und natürlich auch mal gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne meinen Kanal abonnieren. Falls du Lust hast auf diese und viele, viele weitere Spots, dann empfehle ich dir meine digitale Roadmap zu den Dolomiten. Natürlich findest du auch diesen Spot hier in dieser Roadmap. Dazu packe ich dir einfach mal einen Link in die Caption rein. Natürlich gibt es auch meinen aktuellen Bildband Dolomiten im Herzen der Alpen, den du jetzt gerne vorbestellen kannst. Und ja, lass dich gerne inspirieren durch diesen tollen Bildband, der gespickt ist mit allerhand Fotospots von dieser Reise. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Mike. Ciao, ciao.